Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Kellogg's fertig gemacht. Und ich bin immer noch Okay, überladen und mir ist gerade was will ich eingefallen, tun? ich kann doch Was immer du brauchst. Leuten meine Dingens geben, meine Klamotten. Die hat die Megapistole, stimmt. Ach, da hat keine Munition oder was? Muss mal kurz gucken, was kann ich denen denn geben? Nimm du mal Kelloggs Outfit. Zwei. Ja, zieh das mal an, bitte. Geht nicht. Mann! Ich habe Angst, irgendwie den Fatman oder so zu geben. Watt. Dann nur meine Sachen erstmal hier tragen, die ich irgendwann verkaufen werde. So. Braucht er mal einen oder so, was weiß ich. Okay. Der Kampf war natürlich wieder nicht einfach, weil Gegner halten viel aus und ich halt nichts aus. Und ja, wisst schon. Ich habe einen Red Array mal benutzt, damit meine Strahlung weg ist. Aber da lasse ich mal alles hier liegen. Was haben wir denn hier noch alles? Ich weiß, das ist ein Terminal. Ich habe noch einen mit einem Fatman, glaube ich, aber schnell. Für die Verschwendung. Aber mit den Atombomben kann man sich, glaube ich, sogar bauen. Hallo? Wenn hier Robco-Faden Nett. enthält das Holoband-Spiel Pipfall. Ach so, okay. Bestimmt weggeflogen wegen dem Fatman. So. Kalok, du. Setz dich hin. Okay. Ist krank. Kellogg hat ja auf jeden Fall Verbindung. Kein Zweifel. Schon bessere Sachen, Mann. So, dann gucken wir mal. Kellogg's Terminal. Das Rezept für die Zinni-Minis. Ein kaputter, okay. Lass mal die Tür auf. Wir sind jetzt, wo unser Sohn ist. Im Institut. Ja, okay. Hab ich doch gerade. Keller. Haben den jungen Namen Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Fehler in sollen Deserteur aufspüren. Versammelt, vor Tagen gesoffen, gesichert, brechen bald auf. Und was hat uns das bitte schon informationsmäßig gegeben? Also. Hey, Valentine. Wir wissen, wo dein Sohn steckt. Aber nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper. Die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen. Die Sache besprechen. Kommt gerade richtig. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Ich will mit Okay, dir so ich höre dir sprechen. aufmerksam zu. Schieß los.
Beziehung. Wie geht es dir, Nick? Schwer zu sagen. Weißt du, es gibt Leute, die nur auf sich schauen. Andere wollen helfen. Bin mir noch nicht sicher, zu welcher Gruppe du gehörst. Okay. Sonst erstmal nichts weiter. Wie du meinst. Das ist immer noch krass. Okay, dann raus aus Fort Hagen. Oder auch nicht. Warum ist die Tür jetzt dazu? Weil wir daraus wissen, okay. So, Aufzüge. Wow. Kommt da voll hier reingestürmt. Und ist natürlich wieder weg, ne? Und jetzt ist er wieder da. Vielleicht kommt Doc mit hier, ne? Und dann haben wir den ganzen Mind Blow wieder komplett. Einlagern und so. Ich muss mehr Sachen tragen können, ganz ehrlich. Zugang zum Dach. Oh, okay. Tür öffnen, ja. Sind wir hier oben, okay. Gut, dann können wir ja abhauen. Menschen des Commonwealth. Was zum? Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir geil. Sind die sterbende Bruderschaft. Ist ja mal ein Luftschiff einfach so. Was zum? Das ist die Stelle einer Bruderschaft? Also, ich kann mir die nicht anhören. Jetzt mal wieder das Radio einschalten. Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Sternen Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Okay. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Okay. Ist mal ein geiles Luftschiff hier vorbeigeflogen. Sieht mal geil aus. Fliegt das so random über der Commonwealth? Das wäre voll geil. Guck mal an, voll geil. Wie verpixelt das auf einmal wird. Okay, da war ein geiler Auftritt. Ja, habe ich jetzt Erfahrungspunkte bekommen für den Links? Na toll, jetzt muss ich so oder so dahin, ne? Ja, aber machen wir ihn jetzt. Mache ich jetzt eher Sterne Burschaft oder meinen Sohn? Ich glaube, wir gehen erstmal nach Diamond City. Das ist abgeschlossen, sehr gut. Weil ich muss Sachen verkaufen und da müssen wir sowieso was machen. Und ich habe keine. Stimmt, dann muss ich die Quest da wohl irgendwie abschließen, ne?
Aber ich habe noch keine Erfahrungspunkte bekommen, also ist die Quest noch nicht vorbei direkt. Hier sind so viele Stories auf einmal, ne? Die Railroad-Stelle und eine Bruderschaft. Mein Sohn. Treffen so viele geile Sachen aufeinander, so viele. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Mich kennst du doch. Hey, hallo, Mister. Da, wo ist mein. Boah, ich dachte, er ist auf. Was? Ja. Was? Wo ist Nick? Nick. Gib mir mal meine Zigaretten. Hey, mal sehen, was. Was ich tun kann. Was? Diamond City Surplus! Na, du mal wieder. Und derzeit sind Besen im Angebot. Aha. Aha. Schau mal. Hier. Klar. Oh. Einfach ignorieren. Ja, was haben wir? Also ich werde hier mal ein paar Sachen verkaufen, dass ich überall nur so 5 habe. Zeitruppe sollte ich auch mal benutzen. Boah, aber dann. Boah. Bringt irgendwie nichts. Was kann ich denn kaufen? Ich habe so viel Geld. Munition brauche ich eigentlich nie. Sag mal, was ich so an Munition habe. Im 40er kann ich ein paar gebrauchen. So, dann kann man jetzt hier ein paar verkaufen. Ja. Ja, jetzt muss ich ein paar Dinger wieder reinbekommen. Raketen könnte ich ein paar holen. Oder Schrot. Kann ich aber 50, die werden bestimmt auch irgendwann nützlich. Brennstoff, habe ich davon überhaupt was? Nö. Davon welche? Ich wieder ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel Mentats. Weil die wiegen ja auch. So ein bisschen, um wir auch loswerden. So, mehr habe ich nicht. Wie sieht's jetzt aus? Ah, geht so. Dann gehen wir mal zu Piper. Ja? Die komischerweise hier ist und nicht in. Okay. Und nicht in Sanctuary, wo ich die hingeschickt habe. Ganz kurz. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hiermit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Um meinen Sohn. Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Was wäre denn, wenn ich sie mitgenommen ich bin hätte? Seit über einem Jahr an wenn ich sie mitgenommen dran. Hätte. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Spielt sowieso keine Rolle.
Er ist tot. Ja, war mir von Anfang an klar, dass er nicht still und leise verschwinden würde. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Ich hatte keine Wahl. Ja, irgendwie hatte ich keine Wahl. Ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Ich habe ja verschiedene aus... Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerung. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. What? Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Das klappt doch niemals. Vertrau mir. Wir holen uns ein Stück von Kelloggs Hirn und bringen es zu Amari. Dann sehen wir ja, ob sie uns helfen kann. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners. Na toll, müssen wir nochmal zurück und den sein Hirn auch aufsammeln, Robert. Ein scharfer Eisportionierer wäre gut. Das schaffst du schon. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Weiß ich nicht. Ja, lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Er hat damit angefangen, also... Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Das klingt ja sehr... Ja. Sehr, sehr... Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen uns erstmal das Hirn holen. Nicht. Sollen wir aber dann direkt schon da weitermachen? Was? Wo hab ich das denn schon wieder alles her? Postenweihnacht, leere den toten Briefkasten. Warte. Meine erste Aufgabe, konnte nicht mehr, ich sage Informationen, einen toten Brief, was der alte Glockten dort hinterlassen hat. War von der Geschichte, ne? Ehemaliger Partner, Marty Bullfinch, glaubt, dass sich ein Schatzkart im goldenen Gras auf den V-Nil befindet. Ja, machen wir erstmal hier weiter. Wo ist denn das? Entschuldigung. Habe ich irgendeine Quest? Ich habe hier zwei Quests, die mit dem Ding zusammenhängen. Und die Quest habe ich auch schon lange nicht mehr fortgesetzt. Gehen wir erstmal da und machen da weiter. Wo ist denn das? Hier, beides da, ne? Ja, verdammt. Viper. Nein, ich will nicht mit dir reden, lass mich. Da komme ich nicht raus. Ich kann da irgendwie nicht raus. Ja, machen wir mal die stehende Bruderschaft weiter. Die haben wir schon lange und scheinen ja immer mehr zu kommen. Sollte das Motto von Diamond City sein. Gut, dann gehen wir zum Polizeirevier von Cambridge.
wir schon seit Ewigkeiten hin. Freie deinen Geist. Hat. Das hier wie von Dingens hier. Fallout 3. Wo die in einem Vault so eingeschlossen waren. In so einer virtuellen Welt. Die Menge der erhaltenen NRP vorübergehend erhöht, ja. Tun wir einfach mal die Story vorantreiben hier von der stehenden Bruderschaft. Klingt ja irgendwie ernst, was da passiert ist. Oder war einfach nur Zufall, dass ich an denen vorbeigelaufen bin. Wertvolles verstecken. Aufgepasst. Ich bin ganz Ohr. Hau du mal ab. Was brauchst du? Es ist wohl an der Zeit, Anschluss. Klar. Ja, du kannst da eingehen. So, ich gehe jetzt hier. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. So, ich muss jetzt für zwei Missionen hin. Wir sollen ja alle irgendwie von der Bruderschaft hinkommen, auf einmal. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du würdest meinem Kommando unterstehen. Und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Also, was sagst du? Ja, komm. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Keine Sorge, ich war schon mal in einer Armee. Wunderbar. Dann brauche ich keine endlose Ansprache zu halten und kann direkt zum Punkt kommen. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad victoriam, Ritter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pridwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay. Das war schon mit der Mission. Sind wir im Victor.
der legt sich direkt hin. Gelehrte? Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Ich kriege das schon hin. Tatsächlich? Wäre das erste Mal, dass das jemand schafft. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Gut, von mir aus. Das hört sich ja nicht gerade selbstsicher an. Gib Rice einfach etwas Zeit. Er kommt schon zu Sinnen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren wird. Okay, das gefällt mir schon mal. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Quartiermeister, haptische Antriebstechnologie. Halen? Bring mir das Artefakt so schnell es geht. Wir wollen nicht, dass es in die falschen Hände fällt. Okay, hast du auch direkt eine Aufgabe? Hey. Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier an? Jetzt mach mal halblang. Hier kann ich es ja gar nicht recht machen. Recht machen? Darum geht es hier gar nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was du hier willst. Das frage ich mich auch jeden Tag. Du bist fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht... Ah, schon im Militär. Du hast, was du wolltest. Also warum ziehst du nicht weiter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß es nicht. Dann musst du dir sagen. Entweder du bist Teil der Bruderschaft oder du bist gegen sie. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelnen. Also so wie sonst auch immer. Hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. College Square. Da haben wir einige Aufgaben hier. So, Paladin Dance. Dance? Bist du bereit, dich auf das Schiff zu begeben? Noch nicht. Verstanden. Lass es mich wissen, wenn du soweit bist. Okay, das können wir erstmal vergessen. Ne? Na, dann würde ich mal sagen, tun wir mal ein paar Kleinigkeiten hier. Auch hier ist er direkt, okay. Also locker. Na gut, dann kann ich ja den Part hier beenden. Ist ja irgendwo ein Bett oder so, wo ich pennen kann, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.